Moin. Moin. Mein Name ist Hans Guck in die Luft. Für Sie aber immer noch Sergeant Guck in die Luft. Ab heute sind Sie alle potenzielle Versorger vom Saarland. Und warum? Weil es nicht nur die Fechinger Brick, sondern alle saarländische Bricke scheiße sind. Gucken wir erst mal, wer überhaupt geeignet ist. Pelzer. Alle Pelzer! Raus! Alle Vegetarier! Raus! Jeder Veganer, Frutarier und jeder, der sonst noch irgendeine sinnlose Modeerscheinung vertritt, raus! Raus! Raus aus meinem Ausbildungslager! Sehr gut. Lieber 6 Saarländer als 150 Pelzer. Bald wird euer Aufgabe sein, das Saarland mit feinstem Lioner und leckerem saarländischem Braugut zu versäuern. Aber vorher wartet die schlimmste Zeit von eurem Lehrwurf auf euch. Ich hoffe... Ich hoffe, euch ist klar, dass das Kettzucker schlecke wird. Nett. Theoriepfeife. Sie sind vorsichtig, ein Haufen Schrott und eine Anleitung. Bau so ein Flugzeug. Jetzt 10 Minuten. Männer, Schorsch, ich bin stolz auf euch. Aber jetzt wird's richtig hart. Schneller, ihr Platschnickel! Wer trinkt Oft und Gehre Bier? Wer trinkt Oft und Gehre Bier? Wasserfroh natürlich mir. Wasserfroh natürlich mir. Urpilz und Lioner fein. Urpilz und Lioner fein. Das knall ich mal heut noch rein. Das knall ich mal heut noch rein. Wir gehen heut zum Heribert. Wir gehen heut zum Heribert. Weil sich das halt so gehört. Weil sich das halt so gehört. Lioner Bomber an die Front. Lioner Bomber an die Front. Die Palzi wird heut weggebombt. Stopp! Sanitäter! Ich muss durch, ich muss durch. Ihr habt 8 Wochen gekämpft. Ihr habt 8 Wochen geblutet. Ihr habt 8 Wochen Bier geschwitzt. Jetzt wird's Zeit für eure erste Fluchstunde. Mach ihr eben nicht noch so 5? Halt! Stopp! Stopp!
Männers, ich werd sagen, ihr könnt es. Jetzt aber zackig, die Pflicht ruft. Wer ruft? Ich höre nichts. Ich höre auch nichts. Wer von euch hat das Wetter? Müller, Gemäue, Kinder, was ist das heiß? Da schmilzt er mir ja die Butter vom Brötchen. Illingen 30, Auersmacher 31 und Homburg an der Karlsberg-Brauerei 31 Grad. Da brauchen wir eine Abwechslung und die kommt in Form von Bierschauern und ganz aktuell, jetzt im Moment, Lionerschauer, die fallen und fallen. Danke an den Lionerbomber, der gerade über euren Köpfen abhebt. Also einfangen und Amora-Senf draufschmieren. Euch alle, guten Appetit. Riesige Räder, das höre ich öfter. Soll ich das mal ordentlich durchpolieren? Was? Mit was machst du das denn? Mit dem ProWin Alleskönner. Jetzt neu, der ProWin Alleskönner. Gibt's auch in Orangen Power. Riecht der gut. Chef, die Fracht wäre leer. Was?
Wir brauchen Verstärkung. Aber wir haben keine Piloten mehr und auch keine Fluchtzeichen. Aha! Hey, gut! Sind wir schon da? Jo. Uhr. Zeit vergibt. Wussten? Ich hätte Huddel. Beachten Sie die Schrift am Notausstieg. Ziehe und schwenke. Ja, das doch mal was. Lecker. Haben Sie mal auf die Uhr geguckt? Der Wirt ist ein Pelzer. Argument! Jo. Chef! Ja! Wo ist denn der Schwenker? Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde. Wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen. Abschied von einem langjährigen Freund, ja? Einer saarländischen Ikone, einem Vorbild für jeden Saarländer. Sein Leben war ein ständiges Hin und Her. Ja, es gab kalte Momente, aber es gab auch heiße Momente. Aber das konnte ihn nicht aus seiner Gewohnheit bringen. Auch wenn er allein im Regen stand, fand sich immer noch jemand, der treu an seiner Seite blieb. Bis zur letzten Stunde. Ja? Nimm unseren Bruder auf zu deiner Seite und gib ihm einen Platz, sodass er für immer und ewig in unseren Herzen bei uns bleiben wird. Unser geliebter Schwenker. Helden, dieser Begriff ist noch zu klein für euch. Ihr sind Heilige. Ihr sind vielleicht auch Gaupitscher, die gleich das Alkoholproblem haben. Aber das ist doch der Sinn vom Saarland, oder nicht? Wichtig ist, dass ihr das Saarland aus dem Keller noch mal auf den Berg der Götter getragen habt. Nur die schlimmste Zeit, die das Saarland jemals erdulden muss. Nix ist da bis jetzt drankommen.
Kein Erster Weltkrieg, kein Zweiter Weltkrieg. Nicht mal, dass wir zu den Franzosen gehört haben. Ihr sind meine fünf Helden, die sich aus dem Leben suchen. Von Vegetarier, Frutarier, Veganer und am allerschlimmsten Pelzer aufgemacht haben, um dieses schöne Land zu retten. Das Saarland dankt ihnen für ihre Dienste. Hans, guck in die Luft. Over and out!